Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und werte Zuseherinnen und Zuseher. Ich möchte diese Aktuelle Stunde nutzen oder vielmehr jetzt meine Redezeit, um über Nadine W. zu sprechen. Jene Nadine W., die eine Trafik im 9. Bezirk auf der Nussdorfer Straße betrieben hat. Vielleicht kennen manche von Ihnen diese Trafik, von der ich spreche. Jene Nadine W., die im März 2021, kurz vor dem Weltfrauentag vor 2,5 Jahren, in eben dieser Trafik, in dieser Trafik bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Jene Nadine W., die in dieser Trafik daraufhin eingesperrt und vom Täter zurückgelassen wurde. Als sie von Passantinnen und Passanten aus dieser Trafik befreit werden konnte, nämlich von außen mit einem Einkaufswagen, wo man versucht hat, diese Tür von außen einzubrechen, war sie kaum mehr erkenntlich und hat lediglich eine 5%ige Überlebenschance gehabt. Der Täter, ihr Ex-Partner, ihr unter Anführungsstrichen Vergehen, sie wollte sich von ihrem Partner trennen. Sie hat leider nicht überlebt. Diese Trafik, so geht es mir und ich glaube, es geht sehr vielen von Ihnen genauso, wenn man diese Trafik jetzt heute sieht, ist ein furchtbares Mahnmal dafür, dass Frauen in unserer Gesellschaft noch immer weniger wert zu sein scheinen, dass es noch immer festgefahrene Geschlechterrollen gibt, die es aufzubrechen gilt und dass wir genau solche Morde, die aber nur die Spitze des Eisbergs an Gewalt gegen Frauen sind, eines Eisberges, den wir, glaube ich, kaum fassen können, dass es nur mittels eines dichten Gewaltschutznetzes und vor allen Dingen durch viel, viel Präventivarbeit, angefangen bei den Kleinsten, es möglich ist, diese Femizide, diese Gewalt gegen Frauen zu verhindern, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist leider nur einer von vielen Femiziden, von vielen, vielen unzähligen Mordversuchen, die in diesem Land stattfinden, weil sich ein Mann in seiner Ehre gekränkt fühlt, weil er seine Partnerin, seine Frau, seine Freundin nicht als Partnerin auf Augenhöhe wahrnimmt, sondern als seinen Besitz. Und weil das ein Besitz ist, den man halt so hat, darf dieser Besitz natürlich auch keinen eigenen Willen bilden, weil es eben nicht die Partnerin ist, die man sieht, sondern eben seinen Besitz. Und weil es schlicht noch immer keine umfassende Geschlechtergerechtigkeit gibt und noch immer keine voll umfassende Gleichstellung von Frauen und Männern. Und ich höre ganz oft in diesem Zusammenhang, naja, aber was können wir da schon groß tun, das gab es ja immer schon. Das gab es ja immer schon, wird es halt auch immer geben, ist halt ein Problem, das man nicht wirklich lösen kann. Was sollen wir machen, ist die Frage. Und diese Frage ist aber in Wahrheit sehr leicht beantwortet, nämlich indem wir ganz gleich unseres Geschlechtes, ganz gleich ob beruflich, ob privat, ganz gleich auf welcher politischen Ebene wir uns befinden, uns für diese Gleichstellung stark machen. Dass wir keine Showpolitik betreiben, egal aus welcher Ecke das auch kommen mag, sondern dass wir uns wirklich redlich darum bemühen, dort, wo wir unsere Kompetenz haben, diese Gleichstellung voranzutreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Was heißt das? Ich gebe ein paar Beispiele. Das heißt wirklich, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzutreiben. Das nicht als hohle Phrasendrescherei einfach nur so vor sich hin zu sagen, sondern wirklich die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich als Frau, als Partnerin wirklich auf Augenhöhe in dieser Partnerschaft fungieren kann. Dass ich nicht wie eine Bittstellerin, wenn ich zum Beispiel ein Kind bekomme, nicht wie als Bittstellerin dann dastehe, sondern dass tatsächlich die Kinderbetreuung ausgebaut wird. Dass auch die Väter, auch die Männer in die Verantwortung genommen werden, zum Beispiel bei Karenzen. Dass es aber auch zu endlich den Verpflichtenden zum automatischen Pensionssplitting kommt, damit Pensionszeiten, ja, selbstverständlich, fair und gerecht aufgeteilt werden, weil es eine Frage der Fairness ist, von Anfang an auch. Das heißt aber auch, körperliche, sexuelle Selbstbestimmung nicht zu einer ideologischen Frage zu machen, sondern klipp und klar klarzustellen, Frauen gehört ihr Körper und niemandem sonst auf dieser Welt, sehr geehrte Damen und Herren.
Und das bedeutet aber vor allen Dingen auch Schluss mit veralteten Rollenbildern, mit festgefahrenen Stereotypen, auf dessen Nährboden diskriminierende Machtausübung, sexistisches Verhalten auch gärt. Denn dafür darf in unserer Gesellschaft kein Platz sein. Diese drei Punkte bedenkend möchte ich mit einem Appell schließen, nämlich der in meinen Augen die größte Gefahr beschreibt, nämlich: Lassen wir niemals zu, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, Normalität wird. Lassen wir nicht zu, dass wir angesichts der wöchentlichen Fälle, die wir auch in den Medien lesen, angesichts der vielen Femizide, die leider passieren und vonstatten gehen in diesem Land, dass wir da abstumpfen und das als etwas Gewöhnliches abtun. Lassen wir nicht zu, dass so getan wird, dass man einfach schlicht dagegen nichts tun könnte. Denn für Nadine W. ist es leider zu spät. Aber für viele, viele Frauen nicht. Behalten wir das immer im Hinterkopf. Vielen Dank.